Ich habe eine Herausforderung für dich. Die ASL Eiseimer Herausforderung. Wobei eigentlich müsste es heißen die ASL Eiswassereimer Herausforderung. Und wenn wir es ganz genau nehmen, dann müsste es eigentlich heißen die ASL Eiswassereimer über den Kopf schütten Herausforderung. Hallo, ich bin Jens der Christ. Vermutlich sind dir auch schon solche Videos im Netz aufgefallen, wo sich Menschen Eiswassereimer über den Kopf ausschütten. Und wenn du solche Sachen noch nicht gesehen hast, in der Videobeschreibung findest du eine Playliste, wo ich mal ein paar Videos zusammengestellt habe. Und vermutlich ist der Grund, warum sich das im Netz so stark verbreitet, dass die Videos teilweise lustig sind. Allerdings ist der Hintergrund des Ganzen weniger erfreulich. Und zwar handelt es sich dabei um eine Krankheit, um eine Nervenerkrankung, so dass Muskeln nicht mehr ihre Arbeit übernehmen. Die Krankheit wird abgekürzt als ASL. Stephen Hawking, ein sehr berühmter Physiker, hat diese Erkrankung, sitzt aufgrund der Erkrankung im Rollstuhl, kann sich so gut wie gar nicht bewegen. Allerdings hat er eine Variante, so dass er relativ alt geworden ist. Aber was hat jetzt die Herausforderung mit der Krankheit zu tun? Bei der Herausforderung geht es darum, dass man sich einen Eiswassereimer über den Kopf schüttet und dann drei oder mehr nominiert, dieses auch zu tun und sich einen Eiseimer Wasser über den Kopf zu schütten. Dafür hat man dann 24 Stunden Zeit. Wenn man es nicht schafft, in 24 Stunden sich ein Eiseimer Wasser über den Kopf zu schütten, dann soll man $100 an eine Organisation spenden, die sich mit der Erforschung der Krankheit befasst, um so den Betroffenen zu helfen. Natürlich darf man auch etwas spenden, wenn man sich den Eiswassereimer über den Kopf schüttet, muss es dann aber nicht tun. Der US-Präsident Obama hat auch eine Herausforderung bekommen, hat aber gesagt, ich spende lieber, als dass ich mir so einen Eimer über den Kopf schütte. Aber viele andere Prominente haben bei diesem Spaß mitgemacht und sich einen Eiseimer Wasser über den Kopf geschüttet. Oliver Pocher hat sich zum Beispiel stellvertretend für Merkel, Putin und Lagerfeld einen Eiseimer Wasser über den Kopf geschüttet. Wenn du nominiert wirst und das tun sollst und du machst es, dann solltest du dabei aufpassen, denn es könnte passieren, dass du ausrutscht oder dass dir der Eimer aus der Hand fällt und dann auf deinen Kopf fällt oder andere schlimme Sachen. Also sei da ein bisschen vorsichtig. Was du generell gar nicht machen solltest, ist, dass du, ohne dich abzukühlen, in einen kalten See springst. Denn dann könnte es passieren, dass dein Körper einen Schock erleidet und dass du dann ertrinkst. Tragischerweise ist vermutlich das einem der Erfinder dieser Herausforderung passiert. Weil die Herausforderung so große Wellen geschlagen hat, haben sie eine Party veranstaltet und auf dieser Party ist er in ein Gewässer gesprungen und nicht wieder aufgetaucht. Also wenn du in einen See springst, dann kühl dich immer ab, so dass du keinen Schock erleidest. Und ganz zum Schluss stelle ich noch die Frage, ob es vielleicht nicht sinnvoller wäre, wenn man Geld dafür spendet, dass Krankheiten wie Malaria, Ebola oder andere Krankheiten, die gerade die armen Leute betreffen, die halt kein Geld haben, sich da irgendwelche Medikamente zu kaufen. An diesen Krankheiten wird auch nicht erforscht, so dass sehr, sehr viele arme Menschen darunter leiden und ob man da nicht mehr etwas unternehmen müsste. Also wenn du herausgefordert bist, dann überleg mal, ob du das Geld nicht für etwas anderes spendest, was dir sinnvoller erscheint. Natürlich ist die Krankheit für die Betroffenen schlimm. Aber vielleicht kann man ja mit dem Geld mehr Menschen helfen und effizienteres anstellen. Gott segne alle ASL-Patienten. Und dir wünsche ich noch viel Spaß beim Anschauen der Videos.